Ah, dafür haben wir den Schlüssel gebraucht, alles klar. Reucht und fleucht wieder alles Mögliche rum hier. Seid ihr für ekelhafte Dinger da oben? Richtig, irgendwie so, keine Ahnung, so ein Geschwür irgendwie. Weiß es nicht. Nicht ekelhaft jedenfalls. Oh Gott, nein. Aber ich weiß, hier gab es glaube ich auch noch irgendwas abzugreifen. Yep. Alles klar, alles klar. Ich verstehe. Ihr seid Arschlöcher. Ihr seid doch des Wahnsinns. Ihr seid doch... Alter, verschafft! Einfach einmal richtig voll so. Chatel müsste eigentlich voll den Rücken aufgeschlitzt bekommen hier so richtig, richtig heftig. Ah, okay, ja, ja. Hier müssen wir auch wieder... Da müssen wir jetzt zwei Techniken kombinieren. Ja, wenn wir so durchpreschen hier. Zack. War das jetzt alles für einen Herztintenfisch? Halt, Moment, da geht's noch runter. Geht hier doch noch runter. Aha! Richtig dreist, ey. Richtig dreist. Okay. Dieser Raum da. Muss man doch auch noch irgendwie hinkommen. Oh, Geld! Money! Gib her! Ach, ja, alles im Weg. Geh doch mal weg. Muss man echt mal den Kammerjäger rufen. Die Statuen hier im Hintergrund denkt sich auch. Hey, das war cool. Ach, hey, ach, hey, ach, hey. Was erwartet mich hier jetzt nochmal? Wahlen, welche Schmerzen. Dieser Dungeon wird seinen Namen auf jeden Fall gerecht. Oh, Alter, das ist noch ein Herzhintenfisch. Ich komme da nicht ran. Verdammt. Ich. Muss ich mich wahrscheinlich nochmal irgendwie runterfallen lassen oder so, nämlich genau hier. Alter, way forward. Ihr kleinen Schlawiner. So, jetzt muss ich mich von hier runterfallen lassen und komme so an den Herztintenfisch. Puh, hab schon gedacht. Ja, Chantel, kannst du dich da nicht festhalten? Hä? Da bin ich nur wieder zu blöd. Ja. Das beantwortet meine Frage. Geh mal weg. Geht mir alle aus dem Weg. Das ist so geil. Das ist einfach so geil. Halt. Das möchte ich mitnehmen. Komm ich dann nicht mehr hoch? Hä? Wieso? Wieso komme ich da nicht hoch? Okay, anscheinend komme ich da nicht hoch. Alles klar. Ach, halt, Moment.
Wir brauchen wieder Turbo. Güter. Den ganzen Quatsch jetzt hier irgendwie so richten. Wenn ich da jetzt so rüberschieße. Verkackt. Nur mal so? Nee. Vielleicht so rüber? Nee, auch nicht. Probier es jetzt einfach mal so. Dass ich vielleicht über das eine darüber springe. Es geht nicht. Oh, jeez. How? How does it work? So nicht. Muss doch so irgendwie gehen. Ha! Ausgetrickst! Sollte man das so machen? Ah, ui, ui. Alter. Ist wieder alles. Feuer, Gegner, irgendwelche Gesteinsmonster, Schleimviecher. Oh, jetzt komme ich dann doch zu dem Raum. Okay, alles klar. Wir müssen uns ja jetzt hoffentlich der Boss erwarten. Komme ich endlich aus diesem verfluchten Dungeon hier raus. So, diese komische Stimme an diesem komischen Höhleneingang, die hat es ja eigentlich schon geteasert, was uns hier erwartet. Ach du Kacke! Dache! Vollkommen falsch geschriebene Monstrosität! Da ruft mal jemand Kaiba an, ich habe seinen Drachen gefunden. Seinen entlaufenen. Ah ja, okay. Ah, oh. Ich muss jetzt nochmal gucken, wie ging der nochmal? Ah ja, so, okay, alles klar. Wait. Hier, Abhilfe schaffen. Zack. Richtig doof. Komm schon. Komm her, du Mistvieh. So, jetzt aber. Alter, lass mich doch mal hier Speed aufnehmen. Lass mich hier kein Speed aufnehmen. Die Sau. So, jetzt aber hier. Zu deinem Trachprügel, die du nie wieder vergessen wirst. Komm schon, Baby. Da geht er down. Oh.
Oh. Ah, ich hab die Scheiße endlich hinter mir. Tinkerbats. Tinkerbats schon wieder. Hey! Hey, komm zurück! Hm. Eine neue Karte. Hm. Du hast die Karte der Frostbeuleninsel erhalten. Oh yeah. Ja, es muss natürlich auch noch ein Eislevel geben. Hallo, ich warte auf dich. Oh, hallo mein Herr. Ich bin mit Joker von der Tür guter Freund geworden. Er kennt die linke und rechte Faust jetzt bei Vornamen. Wie geil ist das denn? Er hat ihn einfach mal verdroschen. Das Dorf der verlorenen Seelen. Aber jetzt sind alle frei. Stark. Das ist toll. Aber es wollen nicht alle gehen, denke ich. Manche warten darauf, dass eine wichtige Person zurückkehrt. So wie ich es tat. Okay, ich gehe, mein kleines Mädchen zu finden. Ich erinnere mich jedes Mal an mehr. Oh, ich habe Geschenk für dich. Du hast die verlorene Seele erhalten. Eine Seele. Ich habe sie verirrt im Dorf gefunden. Vielleicht ein Neuankömmling. Sie schläft gerade. Vielleicht schaffst du es, sie zu wecken. Finde eine Lösung, ja? Nimm sie. Klar, gerne. Viel Glück. Eines Tages, wir beide werden finden, nach was wir suchen. Wäre jetzt wirklich voll der Plot-Twist, wie gesagt, wenn das ihr Vater wäre. Und Shantae sucht ja irgendwo auch so ein bisschen ihre Mutter, ihre Vollblut-Genie-Mutter. Ey, das wäre so krass, wenn das dann irgendwie im letzten Teil, irgendwann mal der letzte Teil von Shantae kommt, dass dann irgendwie so voll die krasse Familienzusammenkunft da irgendwie wäre. Hier mit dem Typen da, wenn das wirklich der Vater ist, Shantaes Mutter und so weiter. Ey, das wäre doch voll krass. Das wäre doch heftig. Könnte ja sein, dass Shantaes Mutter vielleicht, weil sie ihre ganzen Genie-Kräfte irgendwie verbraucht hat, vielleicht wegen der Sache mit dem Pirate Master und blablabla, dass sie vielleicht deswegen ja nicht mehr unter den Lebenden weilt, man weiß es nicht. Und, oder zumindest denkt das der Vater und ist deswegen hierher gekommen, sucht jetzt nach seiner Frau hier, Shantaes Mutter, I don't know. Ey, das wäre doch voll krass, ey, hier voll die Fan-Theorie. Oh, wait. Ich muss den Herztintenfisch da noch holen. Aber wie? Warte mal. Probier mal was. Ja! Natürlich! Ah. Neue Technik. Löst alle Probleme. Na, Joker? Hast immer noch keinen Hustenbonbon genommen? Der Wanderer hat die anderen befreit. Bitte hör auf zu reden, das tut meiner Stimme nicht gut. Das Gleichgewicht ist gestört. Das Einzige, was gestört ist, sind meine Stimmbänder. Der Meister wird nicht erfreut sein. Der Meister? Der Pirate Master? Arbeitest du für den Pirate Master? Komm, den schlagen wir zusammen. Tja, jetzt muss ich erstmal durch diese ganze Scheiße hier wieder zurücklaufen. Oh, wait, warte mal. Probier mal was. Ich probier mal was Gewagtes aus. Sofern das Spiel mich lässt, aber ich glaube nicht. Okay, aber ich glaube, hier kann ich das noch nicht einsetzen.
Na gut. Okay, okay, okay. Wir gehen erstmal so zurück. Ich bin froh, wenn ich hier nie wieder hin muss. Geh doch alle weg. Lasst mich alle in Ruhe. Ah. Ne, da war der Kekkelbett. Haben wir schon geholt. Alter, die ganzen Schleimviecher hier. Aber konnte man da nicht irgendwie... Da kann man hoch, da kann man hoch. Ich glaube, mit Hilfe unserer Technik, unserer neuen Technik. Oder? War das so? Kommen wir da hoch? Weiß nicht. Weiß nicht. Weiß nicht so recht. Was soll ich, Viecher? Irgendwie konnte man doch hier so durchpreschen, oder? Ja, vielleicht zu einem... Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Wait, hier kann ich doch jetzt Fahrt aufnehmen. Oder auch nicht. Hier durchpreschen. Das ist mein gutes Recht, hier durchzupreschen. Ja, genau, Alter. Ihr seid doch alle scheiße. Ihr seid doch alle so scheiße zu mir. Toll. Gut, dann lassen wir es halt mit dem Durchpreschen. Willst du aber doch ausprobieren? So, jetzt aber. Hat mir ja viel gebracht. Aber! Das war alles? Hat sich ja voll gelohnt. Puh, los, ich will hier einfach nur noch weg. Ich will hier nur noch weg. Oh. Oh, Risky. Ich war noch nie so froh, dich zu sehen. Du bist zurück. So wie es aussieht, hast du es geschafft. Gerade so. Ich habe deine Stiefel gefunden. Risky Boots. Urkomisch. Und die Quelle des Bösen, des Pirate Master. Ich habe mich darum gekümmert. Dann lass uns von hier verschwinden. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Risky, wir verstehen uns. Ich habe ja auch keinen Bock mehr. Die Frostbeuleninsel. Aber da werde ich noch nicht hingehen. Ich brauche davon jetzt erstmal eine Pause. Aber. Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier schon aus? Alter, der Ammo Baron, der. Alter, hat einfach die ganze Stadt in irgendeine Art Festung verwandelt. Sag mal, bist du bescheuert? Oh, nicht du schon wieder. Ich dachte, ich wäre dich endlich los. Du solltest dich schämen für das, was du an diesem Ort angerichtet hast. Der letzte Bürgermeister war nicht der hellste. Und das ist nur eine Untertreibung. Aber wenigstens hat er sich um uns gesorgt. Du benutzt diesen Ort nur für deine persönlichen Nutzen. Das ist meine Stadt und ich werde tun, was ich will. Oh Mist! Wann wird diese verdammte Zielvorrichtung endlich ankommen? Und wo steckt Barracuda Joe? Ich kann sie nicht ohne ihn einbauen. Hast du ihn vielleicht gesehen? Relativ unscheinbarer Typ. Und was ist mit den neuen Rekruten passiert? Wenn ich so darüber nachdenke, sind sie niemals vom Palast zurückgekehrt. Warum brauchen die so verdammt lange?
Wir können ohne sie auch nicht loslegen. Rekruten? Oh Gott, wie sieht's hier denn aus? Es sieht so vor. Das ist einfach ein. Das ist einfach ein reizendes Schlachtfeld hier. Aber gut. Ich möchte noch eine Kleinigkeit erledigen, bevor ich die Aufnahme hier beende. Wir haben hier eine schöne neue Fähigkeit erhalten und die werden wir jetzt nutzen! Okay, die Fähigkeit reicht noch nicht. Okay. Weil mir jetzt dieses Missgeschick hier passiert ist, weiß ich auch schon, was für einen Gegenstand wir noch kriegen werden. Okay, gut, dann beenden wir halt trotzdem jetzt schon mal die Aufnahme. Leute, das war Shantae in the Pirate's Curse für dieses Mal. Ich bleibe jetzt hier einfach bei meinem Leuchtturm hier stehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin froh, dass ich diese Höllenqualen für heute erstmal los bin. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, auf der Frostbeuleninsel. Wir dürfen gespannt sein. Schaltet dann auch wieder ein, wenn ihr herausfinden wollt, wie es weitergeht. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao! Wenigstens jetzt noch meine Haare.